Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 15. November. Ja, sorry für gestern, da hatten wir leider keine Folge, ich konnte nicht und für den Martin war es zu kurzfristig, mich zu vertreten. Daher heute die Folge zum Abschluss der Woche mit Google Pay, Disney Plus, Lyft, Spotify und Instagram. Beginnen tun wir mit Google, beziehungsweise mit Google Pay. Google Pay oder Google, das hängt wohl irgendwie zusammen, möchte nämlich Girokonten anbieten. Tja, hätte man jetzt nicht unbedingt direkt erwartet, aber liegt jetzt auch nicht so fern. Das machen sie natürlich erstmal in Amerika. Da arbeiten sie da zusammen mit der Citigroup und einer Genossenschaftsbank der Stanford University. Und in den nächsten Monaten wollen sie dann Details bekannt geben. Dass das Ganze nach Deutschland kommt, ja, ist durchaus möglich, aber das wird wie in Sachen Mobile Payment und Co. bei uns ja immer ein bisschen länger dauern. Nächstes Thema, Disney Plus, die sind ja jetzt am Start und am ersten Tag haben sich in den ersten drei Ländern, also USA, Kanada und Niederlande, über 10 Millionen Nutzer angemeldet. Das ist ein schöner Wert, da hat Disney sich gefreut, das bekannt gegeben. Aber es verwundert natürlich auch nicht, denn Disney hat ja die hauseigenen Filme, Pixar, Marvel und Star Wars an Bord und ein 7-Tage Trial, also kein Wunder, dass Leute sich da anmelden und mehr als 5. Schauen wir mal, wie es weiterläuft und wir müssen ja in Deutschland noch ein bisschen warten. Da startet Disney Plus im März 2020. Nächstes Thema, Lyft. Das ist ja der erste große Konkurrent von Uber gewesen, dem Carsharing-Dienst. Die haben aber genau wie alle anderen in den USA und auch Uber zum Beispiel E-Scooter jetzt angeboten seit diesem Jahr. Ich habe die Teile von Lyft auch in Austin damals getestet und ja, die sind halt in Amerika auch in sehr viele Märkte gegangen und wir wussten ja alle, man geht teilweise, ich war in München am Wochenende, in die Stadt, da hat man 6 oder 7 E-Scooter-Anbieter und das ist ein reiner Verdrängungswettbewerb erstmal. Man muss sich die Nutzer greifen und dann mal gucken, wer überlebt. Und Lyft hat zumindest in ein paar Städten, in 6 Städten, um genau zu sein, oder 6 Areas, in Amerika ist das ja mal ein bisschen mehr als nur eine Stadt, angefangen, ihre E-Scooter aus den Märkten wieder rauszunehmen. Und zwar in Nashville, San Antonio, Atlanta, in Phoenix, Dallas und Columbus. Ja, gleichzeitig bedeutet das auch, dass 20 Mitarbeiter entlassen werden. Und jetzt sind da immerhin 400 Menschen im Team für Bikes und Scooter engagiert in ganz Amerika. Das ist überraschend wenig, wie ich finde. Nächstes Thema, Spotify. Auch die testen, das wird ja sehr viel gerne getestet immer, und die testen wohl in Kanada, Indonesien und Mexiko ein neues Feature, und zwar Echtzeit-Texte. Sprich, ihr hört ein Lied und Echtzeit läuft der Text durch. Ihr könnt das Lied verstehen, falls ihr es sonst nicht verstanden habt. Ihr könnt logischerweise mitsingen und das alles dann in Sync, in Echtzeit mit der Musik, die gerade läuft. Dazu benutzen sie ein Feature, das ist powered by Music Match. Das ist wohl ein entsprechender Dienst, der das anbietet. Und ja, schöne Sache. Man muss es nicht unbedingt haben. Es ist aber ganz nett, wenn es da ist. Besonders auch, wenn man halt mal nicht weiß, was da gerade gesagt wurde in einem Lied. Manche erinnern sich vielleicht, Spotify hat ja auch oder hatte auch eine Genius-Integration, wo man halt Sachen über ein Lied mitbekommen hatte und auch die hatten damals Lyrics, aber nicht komplett durchlaufend und die waren auch nicht so wirklich in Sync. Und letztes Thema für heute, Instagram. Wir hatten ja bereits Anfang der Woche die Info, dass Instagram jetzt mittlerweile auch in Amerika das Feature testet, dass die Anzahl der Likes versteckt werden, um den sozialen Druck zu nehmen. Und jetzt, überraschenderweise, wird es auf einmal weltweit getestet. Ich habe gerade mal geguckt. Bei mir ist noch alles beim Alten. Ich sehe die Anzahl der Likes der Accounts, denen ich folge. Aber vielleicht ist das bei euch ja mittlerweile schon anders und ihr seht es nicht mehr. Ihr werdet wiederum vielleicht noch sehen, wer etwas geliked hat. Also 2, 3 Leute, so und so, hat auch geliked. Aber ihr seht nicht mehr die fixe Anzahl. Und ja, jetzt wird es spannend, sage ich mal. Mal gucken, was daraus wird. So, das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag. Bleibt positiv.
kommt gut ins Wochenende und ab Montag ist dann der Martin wieder für euch da. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.